Ja, hallo und willkommen zurück auf E-Bike Tom. Heute fahre ich mal mit euch eine Wunschtour. Und zwar geht es heute mal zu den Allianz Towern in Treptow oder auch Treptower Tower genannt. Da fahren wir heute mal hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Und fahren jetzt gleich erstmal hier am Tierpark vorbei. Richtung Treptow. So, und da sind wir schon an unserem ersten Ziel angekommen, an dem Allianz Tower oder auch gesagt Treptower Tower. Da steht er. Ja, und jetzt fahren wir zu unserem zweiten Ziel auf dieser Tour. Lasst euch überraschen. Also was hier in Berlin gar nicht geht, das sind Baustellen. Das geht überhaupt nicht. Alles wird zugeballert hier. Und das zweite, was auch in Berlin absolut nervtötend sind, sind Baustellen. Und der dritte Punkt, der in Berlin nervtötend ist, ist überall Glasscherben auf den Straßen. Meine Fresse, jetzt muss ich komplett außenrum. Willkommen zurück, jetzt sind wir nämlich hier. Bei dem Hintergrund, na, könnt ihr es erkennen? Die Twin Towers sind das von Treptow. So, jetzt müsst ihr das erkennen können. Mache ich aber auch gleich noch mal ein paar schöne Bilder von. Und eigentlich war geplant, dass ich jetzt als zweiten Punkt anfahre den oder die sogenannten Moleküle Man. Aber schaut selber. Baustelle. Übelste fette Baustelle. So, man kommt also nicht näher dran, alles ist abgesperrt. Und da vorne wollte ich hin. So musste ich jetzt Punkt 2 und Punkt 3 zusammenfassen. Nehme ich an der Spree. Hinten könnt ihr auch die Zwiebel sehen. Den Fernsehturm von Berlin.
Ja, dann habe ich für euch noch eine kleine Zwischeninfo, und zwar für die Pläne meines Kanals für 22. Und zwar habe ich insgesamt bisher 40 Touren geplant für 22. In und um Berlin, aber meistens um Berlin und nicht in Berlin, weil hier sind so viele Baustellen, und allein schon auf dieser Tour hatte ich jetzt schon mindestens 10 Stellen mit Glas auf den Straßen oder auf den Fahrradwegen, geht gar nicht. Und da möchte ich mir ungern dementsprechend mein Fahrrad ruinieren. Des Weiteren werde ich natürlich auch Bikecamping betreiben. Das heißt, ich werde hier mal eine Tour mit euch fahren und auch eine Übernachtung tätigen oder sogar zwei. Und ja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall für 22 geplant. Ja, ich muss immer wieder auf meinen Speckzettel achten. Dazu kommt auch noch natürlich ein extra Thema zum Thema Bikepacking. Und ich werde jetzt auch in Kürze noch mal einen Reichweitentest machen, weil ich doch irgendwie wissen möchte, wie weit ich mit hier in der voller Akkuladung so bei um die 10 Grad komme. Aktuell haben wir es ja sehr schön, und heute soll es auch so um die 8 bis 10 Grad werden. So, dann werden wir uns mal jetzt aufbegeben zum nächsten Punkt unserer Reise, und seid gespannt und bis dann. Ciao. Ja, und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Tour hat euch Spaß gemacht, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und mir ein Like zu hinterlegen. Ich danke euch und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.